bitte nicht schon wieder Fleischpflanzl. Nix da. Also, die hängen mal zum Hals raus. Fleischpflanzl gibt's. Was? Ich mag keine Fleischpflanzl, die hängen mal schon zum Hals raus. Was merkst du schon wieder da? Du, entschuldige, aber der Lohn, der gehört immer noch mir. Komm. Außerdem kümmerst du dich bitte um diesen Bezirksinspektor, den sie uns von Amts wegen dann zum Schnüffeln hergeschickt haben. Mach ihm einen guten Kaffee oder halt ihn sonst bei guter Laune, gell? Wie soll ich denn den bei Laune halten? So zwider wie der dreischaut. Na, versuch's mal mit einem heißen Flirt. Glaubst du das mal? Der regt mich halt wieder auf. Und der andere Depper, der ist uns gerade noch abgegangen, verstehst? So, meine Lieben. Heute gibt's wieder einmal Vitamine auf dem Tisch. Muss denn das sein? Lene, bei uns in der Familie mag doch niemand so viel Grünzeug. Also du, der Gärtner mit seinem alten Graffi, dem habe ich vielleicht was erzählt, was der mir auch dran wollte. Also unter aller Sau. Hast du schon wieder mit dem Gärtner angelegt, ha? Erst gestern hat der Bäcker zu mir gesagt, mein Lieber, einer Tante Leni, die kann sich in Zukunft ihre Semien selber bauen. Jetzt schaut euch mal, dieses Prachtexemplar von einem Kohlrabi. Ah, das war vielleicht der Kampf, bis ich den gekriegt hab. Ich mag keinen Kohlrabi. Aber den hab ich auseinandergenommen. Ein Kohlrabi? Nein, den Gärtner. Ja, ist das ein biologisch angebauter Kohlrabi, hab ich gefragt. Oder ist der am Ende womöglich Schwefeldioxid verpestet? Was? Ganz genauso blöd hat der Gärtner angeschaut. Und dann wollte er mir weismachen, dass dieser Kohlrabi mit Kuhmist großgezogen ist. Ja? Und? Ist er mit Kuhmist großgezogen worden? Das weißt du eh nicht. Mhm. Du, dann wollte er mir noch grüne Tomaten auftragen. Wie ich gesagt habe, ich brauche rote Tomaten, hat er gesagt, nehmen Sie es mit heim, links ist ein paar Tage auf einer Nachtkastel. Was glauben Sie, wie schnell die Tomaten rot werden? So blöd lachen, wie es wollt. Auf alle Fälle kommt heute ein rein biologischer Gemüseeintopf auf den Tisch. Moment mal, bitte, was ist mit dem Fleisch? Ha? Gestrichen. So, und ich kümmere mich jetzt um den Herrn vom Gewerbeamt. Was meinst du? Vielleicht soll ich es doch einmal mit dem Flirten probieren? So ist recht. Kein Fleisch, keine Wurst. Naja. Da halte ich mich selber schadlos. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin die Martha Moser. Hä? Und ich bin die Scheiblinger Gerdi. Sind Sie die Chefin da? Noch nicht. Ja. Mit wem kann ich da verhandeln? Verhandeln? Sie wollen was kaufen, Sie, gell? Wir sind für einen Metzgerladen da, gell? Ja, das sicher selber. Haben Sie da lauter solche wie Sie? Na, gute Nacht, Martha. Gute Nacht, sagt die am helllichten Vormittag. Sie, ich bin die neue Putzfrau. Ich komme auf die Annonce. Verstehen Sie es? Ach so, Sie wollen bei uns putzen? Ja, von wollen kann gar keine Rede nicht sein. Aber man muss ja schließlich schauen, wo man bleibt. Also für schauen werden Sie bei uns nicht Zeug, gell? Also gut, jetzt gehen Sie mal da raus, da ist die Chefin drin. Ja, na schauen wir halt einmal, gell. Sie? Ja? Wer wird man denn da so zahlt? Bescheiden. Na, gute Nacht, Martha. Gute Nacht, sagt die Urlaubei. Also die wird bei mir nicht alt, das weiß ich gewiss. Mei, jetzt kommt der Schnüffler auch noch. Gestatten? Nein, danke, im Laden tanze ich nicht. Sie, gell, Sie, hallo. Gehen Sie mit den nackten Fingern nicht so an unser Wurst, gell? Das ist voll unhygienisch. Sie, Fräulein, Sie müssen mir nicht sagen, was unhygienisch ist oder nicht, gell? Also bei uns ist alles so steril, als würde ich im Krankenhaus, gell? Ja, weil ich bin nämlich gerade am Blinddarm operiert worden, gell? Und darum weiß ich das ganz genau. Und was ist das? Warum? Was ist denn das? Ja, das frage ich Sie gerade. Also ich darf sagen, das ist Ihr Zeigefinger. Und wenn Sie sich noch so naiv stellen, es nützt Ihnen nichts. Und hier und da. Und dort. Das ist ein Schmierfilm. 3 Tage alt, mindestens. Na, total Schenzeller. Im Höchstfall 2 Tage, weil ich doch nicht putzen hab können, weil ich doch am Blinddarm operiert.
worden bin, gell? Sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich für eine Aufgabe hier? Na, eine ganz wichtige. Ich muss auf Sie, muss ich aufpassen. Oh. Ja. Hab ich die Ehre, dein geliebter Postkasten einschalten machen. Man muss grüß Tagelfohr ist da. Grüß dich, Gerdi. Grüß dich. Austauschen von unhygienischen Zärtlichkeiten hier an den Lebensmitteln. Das, ich muss doch sehr bitten, ja? Wenn Sie noch so bitten, von mir werden Sie nicht geküsst. Erstens, ja, jetzt habe ich ein bisschen zu viel erwischt, so viel wollte ich gar nicht. Ja, das ist doch... Ein Wurscht mit dem Seiradl. Ei, bist denn doch du ein Hirsch? Das ist ja unglaublich. Das ist ja haarsträubend. Da ringst du nicht auf. Ich darf das. Sie dürfen das nicht. Sie greifen da rein mit Ihrem Finger, mit einer Hand, die Hunderte von schmutzigen Briefen. Na, heute waren es nur vier, darum bin ich ja schon fertig. Oh Gott. Und dann legt das auch noch zurück. Ja, wenn ich nicht so viel wollen hab. Jetzt ring's einen nicht auf, sonst kriegen sie ein Herz, Kasperl. Also, wenn ich das sage, ich hab ja schon viel gesehen. Aber das noch nicht. Ich hab auch schon viel gesehen, aber das schon. Ja. Jetzt halt heute mal dein Backen. Grüß Gott. Grüß Gott. Trappieren, stingen. Ja. Was ist denn da für ein netter Mann? Den kenne ich ja noch gar nicht. Ist auch nicht nötig. Ja, sowas ekelhaft. Gerti, gib mir mal Salami um 5 Mark, gell? Salami? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja, was tust du denn da jetzt so lang rum? Tritschelt nicht. Nimm's halt, wie es da liegen gehen. Also gut, bitte. Aber ich wasche meine Hände in Unschuld. So, mir pressiert halt, Kimi Hopstern. Was ist denn er für einer, ha? Ein unangenehmer Mensch. Sie müssen das ja nicht heiraten. Ich kann mich beherrschen. So einen Deppen hab ich noch selber daheim. So, meine Herrschaften, das haut dem Fass die Krone ins Gesicht. Ja, das heißt anders. So, na ja, gut. Ei, warum hast du nicht alle Wurstradeln gegessen? Na, wenn ich nicht so viel Mengen hab. Der Laden wird dicht gemacht, das ist klar. So, jetzt reicht's mir aber, gell? Keine Ahnung, bei uns da reicht mit, aber einen Laden dicht machen wollen. Werde nicht drohen. Dem drohe ich nicht lang, den geh ich an Gurgel. Also, ich hab mir's überlegt, ich tue doch eine Wurst in den Eintopf. Was nehme ich denn für eine? Was muss denn weg? Ach, die Leone da. Grüß Gott. Guten Tag. Und so kommt ein Mosaiksteinchen zum anderen. Wir verkaufen hier keine Steinchen, sondern Wurst! Hallo, was ist denn da los? Ha? Oh, Herr Stangl, eine so lange Liste mit groben Verstößen gegen das Lebensmittelgesetz. In meiner ganzen Dienstzeit habe ich sowas noch nicht erlebt. Was? Der Laden wird geschlossen. Aber Herr Pfarrer, wissen Sie was? Wir zwei gehen jetzt rüber in die Wirtsstube und reden ein Wort von Mann zu Mann. Wir sind ein ganz bisschen in Schleudern gekommen, ne? Ja, weil ich doch am Blindarm operiert worden bin, gell? Ja. So, Frau Moser, um morgen früh fangen Sie dann zum Putzen an, gell? Jawohl, um 9 bin ich da. Jetzt sehen Sie selber, Herr Pfarrer, meine Frau hat eine erstklassige Kraft eingestellt, ne? Morgen ist der Laden wieder in Schwung gebracht. Aber schon wir? Der Bericht wird abgeschickt und der Laden geschlossen. Na, gute Nacht, Martha. Also, Herr Pfau, wollen Sie vielleicht nur ein Tassel Kaffee? Ja, oder vielleicht noch ein schönes, frisch gezapftes Bierchen, Herr Pfau. Ja, oder vielleicht noch eine Knödel. Fühlen Sie, haben Sie schon frischen, gell? Oh, yeah. Sagen Sie mal, Sie wollen mich umbringen, ja? Aber geh, also wer wird denn an sowas denken? Hoffentlich werde ich am schlecht. Ein Schnäpschen hätte ich gerne, ja. Aber ein kleines Schnäpschen zu Befehl, Herr Pfau. Ja, Herr Pfau, wie stehen jetzt die Aktien? Ja, Herr Stange, ich hoffe nicht, dass dieses voluminöse Mal eine Art Bestechung war. Bestechung? Was ist denn das? Ah, ja. Na gut, dann werde ich jetzt einen Verdauungsspaziergang machen. Ja. Und die Örtlichkeiten besichtigen. Die Örtlichkeiten finden Sie ganz hinten im Gang, links die rechte Türe, gell? Ja. Und dann werde ich noch die Sachlage mit allem Für und Wider noch mal überdenken, wobei ich... Wobei Sie das Für besonders und das Wider weniger besonders überdenken sollten. Ja, Stange. Also dann bis später. Ich darf dann schon mal... Oh, Moment. Ja. Ja. Ich dachte, Herr Pfau, vielleicht die Tür schon mal aufmachen. Bitte schön, Herr Pfau. Du glaubst gar nicht, wie mir das gegen den Strich geht, dass ich diesen Typen
so schön tun muss. Dann geh mir nur du aus meinem Gesichtsfeld und deinem Briefträger. Wenn ich nur mit erwischt, dass er seine Bratzen hinter meine Wursthecke reinlangt, dann hau ich sie ihm selber ab, glaubst du das? Also, was schreißen jetzt wieder so? Noch dazu, wo ich ganz frisch ein Blinddarm operiert bin. Und das Wort Blinddarm, wenn ich schon mal höre, dann. Ja, dann. Ich weiß schon, ich geh ja schon. Ach, Chef. Vielleicht hätten Sie ein Momentchen Zeit für mich. Nein, heute nicht. Solange dieser Pfau da ist, habe ich keine Nerven. Für dieses nicht und für jenes nicht. Ja, das haben Sie ja sowieso nie. Hm? Also so langsam komme ich mir hier richtig verarmt. Was? Alter, vor. Nun, ja. Blöck mir einmal ins Auge. Ja, ja, Chef, ja. Du kennst mich ganz genau. Ja, Chef. Du weißt auch genau, wann mein Kessel zum Überlaufen bereit ist. Was für ein Kessel, Chef? Hinter deine Theke! Also eins sag ich, Chef, wenn ich mich schon anschreien lasse, dann nur der Silvi zuliebe. Das ist aber auch. Schönen guten Morgen. Unser lieber Stangl, er verbreitet schon wieder Wohlwollen und Fröhlichkeit. Ja, sag mal, hast du mir vielleicht diesen Bezirksinspektor auf den Hals gehetzt, hä? Was wär ich? Für wem holst mit denn du, hä? Du, übrigens, ich hab erfahren, dass du renovieren willst. Ja. Aber die Außenfassade bleibt doch so, wie sie ist. Da wird nichts dran gehen, gell? Okay? Hm? Toni, bring mir doch bitte ein Bier. Wenn ich innerlich im Haus ein paar Türen versetze, brauche ich doch nicht die Erlaubnis eines Bürgermeisters, oder? Das nicht, nein. Ja, also. Danke schön, Toni. Außerdem stehen doch die Bürgermeisterwahlen wieder vor der Tür. Ja. Möchtest du nur ein paar Jahre auf den Wecker gehen? Hm? Aber selbstverständlich. Es ist ja kein Gegenkandidat da. Mein lieber Stange. Auf dein ganz persönliches Wohl. Ich wüsste aber einen. Was? Den möchte ich auch kennenlernen. Bei den ich Kasperlköpfe von mir daheim. Sitzt aber einer neben dir? Nicht da! Da! Ja. Was? Das ist doch der größte Witz des Jahrhunderts. Und wenn du noch so blöd lachst, ein altes Sprichwort sagt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja. Wie schön, auf eine so fröhliche Runde zu treffen. Herr Holdendold. Aha, der Herr Lehrer Holdendold, auch wieder wie immer ein Achtel. Ja, bitte. Ja. Herr Bürgermeister, ich sehe Sie von so ausgelassener Stimmung. Darf man sich daran beteiligen? Man darf. Er da. Unser Oberklugscheißer. Er möchte Bürgermeister werden. Bürgermeister? Ja. Der Herr Stangl. Ach, wie schön. Meine Stimme haben Sie. Na, also. Ja? Wieso? Du hast dich doch bisher nie für die Kommunalpolitik interessiert. Ich habe beobachtet und registriert, habe mir vorgenommen, nie so Blödsinn zu reden, als wir du. Wer wird der Bürgermeister? Ich, wenn du es erlaubst. Ich kandidiere. Meine Stimme hat er schon. Meine auch. Sind schon zwei. Die meine nicht. Wenn ich das mag, später. Dann hast du keine ruhige Minute mehr. Eine Minute oder weniger kommt's mir bei dir, liebes Weibelein, überhaupt nicht an. Habe die Ehre, bitte. Der ist doch politisch eine absolute Null. Der kann doch, der darf gar nicht kandidieren. Da ist eine gewisse geistige Kapazität erforderlich. Herr Bürgermeister, jetzt werde ich mal was sagen. Wenn mein Gatte gegen dich antritt, dann kann er dir und deiner geistigen Kapazität auf alle Fälle nur das Wasser reichen, ist das klar. Aber er kandidiert nicht, weil ich das nicht will. Wie schade, weil Sie, Herr Bürgermeister, gehen mir schon lang irgendwie gegen den Strich. Ja, der Herr Pfau, jetzt sind Sie ja schon wieder da. Herr Pfau, was ist? Nehmen Sie eine Tasse Kaffee oder vielleicht noch ein Schnäpsel? Beides. Ja, dann nehmen Sie Platz, bitte. Ja, danke. Also, Sie werden ein paar Auflagen bekommen. Ja. Aber haben sonst nicht mit weiteren Schwierigkeiten zu rechnen. Ich meine, ich bin ja kein Unmensch. Ne? Das mein Gott, da. Jetzt fällt mir ein ganzer Felsbrocken vom Herzen. Erna, schau her, was da in der Küche rumrennt. Da ist es nicht lieb. Ha? Würden Sie mir freundlicherweise das Corpus Delicti überreichen? Danke. Hä? Ja, also ich glaube, das ist das Ende des Stangelwirts. Die Maus kommt zu den Akten. Die Kandidarena! Die Kandidarena! Ich schwör das! Ich schwör das! Die Kandidarena!
Nein, das kann doch ich nicht schmecken, dass der Depp noch da ist. Tante Lene, mit einer Maus rennt man mal nicht in die Wirtsstube rein. Es könnte ja gestern sein, wie stehen wir denn nachher da? Tante Lene, du schaffst das immer wieder, das totale Chaos anzurichten. Du bist unmöglich, ehrlich. Jetzt lass es halt in Frieden. Richtig, das ist genauso unmöglich, wie du mir gesagt hast, ich brauche unbedingt meinen Blinddarm wieder, dass ich in den Himmel reinkomme. Ich hab so bloß gut gemeint. Ah, da hockt ja. Bekannte Darina, jawohl, ich kannte Darina. Ja, das erledigt schon die Mama. Also, das hätte ich gern hören wollen. Die Maus kommt zu den Acken. Was meinst du, wie die zum Stinken anfangen? Nein, seid ihr blöd. Ja, die Stangl-Dynastie zerbricht und ihr macht's blöde Witze. Ja, Drama, dritter Akt, Maus tot, Klappe zu. Mein Gott, jetzt regt euch doch nicht auf wegen so einem Mauserl. Ja, es wird nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Was gibt's denn heute zu mischen, hä? Ein Mäuseragout. Sei sofort statt, sonst kriegst du drum watschen. Also, weißt du, Thomas, du bist geschmacklos. Aber ich liebe dich. Entschuldigt, ich hab auch einen Hunger. Also, meine lieben Anwesenden, ich habe die Idee. Das ist er, der ganz der andere. Ist der auch noch da? Freilich, der versucht immer noch, die Maus zu den Akten zu legen. Ja. Aber er bringt den Deckel nicht zu. Gab's das nicht? Hab ich lauter Idioten um mich rum. Ha? Also, jetzt pass auf, ich hab die Idee. Beide Sachen. Ja. Kann mir jemand mal die Lagerräume zeigen? Ja, versteht mich denn keiner? Ich bin nicht mehr in der Lage dazu. Ich bin ein gebrochener Mann. Das muss einer von euch machen. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Und ich glaub, mir tut mein Blinddarm auch schon wieder weh. Ja, und ich hab Schmerzen am Herzen. Komm, Papa, auch wenn alles sinnlos geworden ist, raffen wir uns nun mal auf. Wie du meinst, mein Sohn. Aber. Guter Mann. Ich glaube, Sie wissen nicht, was Sie sich für eine Schuld auferlegt haben. Sonst werden Sie unter der Last dieser Verantwortung zusammenbrechen. Keine ruhige Minute sollen Sie mehr haben, Sie, Sadist! Ja, um Himmels Willen, erzählen Sie mir doch bitte, was hier passiert ist und was los ist. Das fragen Sie noch. Hm? Oh, Sie armer, unwissender Sie. Und wer zeigt mir jetzt die Lagerräume? Also, wenn Sie hier schon nichts wie Unglück anrichten, dann werden Sie mit dem Werk Ihrer endgültigen Vernichtung schon ein bisschen warten können. Sie unsympathischer Mensch. Den haben wir draußen. Müssen diese blöden Mäuse ausgerechnet heute ihren Familienwandertag haben? Ja, das ist wirklich ein Unglück. Ja. Ja, und was sagst du zu meinem Unglück? Wo ich so ohne Vorwarnung von heute auf morgen plötzlich verlassen worden bin. Oh, komm, jetzt zirk bloß nicht so eine Schau ab. Du bist ja gar nicht verlassen worden. Die Katja ist bloß ein paar Kilometer weg. Das sind aber genau ein paar Kilometer zu viel. Und ich stehe jetzt da mit einem Herz voller Liebe und weiß gar nicht, wohin damit. Na, Silvi, ich weiß nicht, wie wenn du mir ein bisschen trösten darfst. Sag mal, bist du noch ganz sauber? Ja, nicht so trösten, was du schon wieder denkst. Also wirklich. Sag mal, eigentlich war's doch immer recht schön mit uns zwei, hä? Ja, freilich war's schön. Und ist jetzt mit dir und am Toni auch so schön? Du, jetzt frag halt nicht dauernd. Ja, lass mir's lieber. Aber einmal kannst du doch meine Haare noch mal so wuscheln, so wie du es früher gemacht hast, hä? Also gut, komm, wenn deine ganze Seligkeit davon abhängt. Ja. Wuschel, wuschel, wuschel. Also sag mal, das darf ja wohl nicht wahr sein. Silvi. Ja, Toni, grüß dich gut. Sag mal, hast du eine Meise? Nein, Mäuse haben sie gefunden, ja. Also danke schön, Silvi.
Aber ohne dich hätte ich das Sägemehl überhaupt nicht mehr aus dem Haar rausgebracht. Mhm. Was, Toni, mir ist nämlich im Schuppen drin, sagt mit Sägemehl auf den Kopf gefallen. Also dann, pfiat euch. Ja. Silvi, der Typ wartet. Der Typ, lass doch den Typ warten. Der Typ hat die Nase gestrichen voll. Ich lass mich doch hier nicht vergackeiern. Oh, der Stangl ist weg. Unser lieber Opa weint nicht mehr unter uns. Oh. Habt ihr mein Papa nicht gesehen? Mein geliebter Bruder, wo ist er denn? Weg! Wo ich auch suche, keine Spur. Mutter! Tante! Oma! Opa! Kann jetzt mir irgendjemand sagen, was hier los ist? Thomas, hast du den Opa gefunden? Keine Spur, verschwunden im Nichts. Also was ist? Hat denn auch schon jemand auf dem Speicher nachgesehen? Papa, du wirst doch nicht wieder den dicken Kalbestrick rumliegen lassen haben. Oh, du wirst mich doch nicht so bestrafen. Ich übernehme die schwere Aufgabe und tauche in den Mühlbach. Sicherlich hat er sich in die Fluten geflutet. Ja, und der hat Hochwasser nach dem Gewitter. Oh, mein Gewitterbruder. Wo er durchs Wasser noch nie hat leiden, Kinder. Moment. Soll das etwa heißen, dass hier... Alle Hinweise deuten darauf hin, auf eine tragische Wendung des Schicksals der Familie Stangl. Und Sie tragen die Schuld. Träger! Fertig! Oh, doch so ein sensibler, so ein feinfühliger Mensch war er. Und so unendlich gütig! Das habe ich doch nicht ahnen können. Ich habe nur meine Pflicht getan. Ich bin doch auch nur ein Möbel. Ein Mensch. Ja. Na gut. Dann haben Sie hier also Ihr Eigentum zurück. Die arme Maus hat sich bestimmt nur verlaufen. Hallo, da bin ich. Sagst du mir, was ich hab? Eine Maus kommt selten allein.